Und heute gehe ich mal in das Mercedes-Benz-Museum und ihr könnt hier gespannt sein, hier gibt es also Autos en masse von den Anfängen von Mercedes bis jetzt in die Neuzeit, ein Kracher nach dem anderen. Das sind so die, das waren die Anfänge hier, ne? Reitwagen. Motordresin. Ja. Stahlradwagen. So, guck dir mal das an hier. Die Anfänge der ersten Lokomotive, oder was ist das? Siehst du? Feuerspritze. Ist ja erstaunlich, wo die... Das ist ja erstaunlich, wo die ganzen alten Dinger ausgegraben haben. Ne? Ja, das sieht ja immer noch aus wie eine Kutsche, ne? Der erste Bus? Die ersten beiden Omnibusse der Welt. Der Scheiße ging so oft. Tatsächlich. Der ÖPV. Ja, aber es ist doch erstaunlich, wie viel von den alten Dingen noch erhalten sind, ne? Das Originale oder Nachbauten vielleicht sogar? Teils, oder? Teils, ne? Ja. Der älteste noch existierende LKW der Welt. Ja, ganz da vorne noch keine Motoren. Ich nehme mich wirklich auf vorne, ich kann nicht standhalten. Ja. Der sieht schon etwas schicker aus, ne? Ja. Tja, so sahen damals Busse aus, wa? Vollgummireifen. So, und dann das neue Modell dazu, ne? Ich habe gerade gesagt, das hier ist einer der Doppeldeckerbusse der ersten, ne? Und dann hier das neue Modell, ne? Da, weißt du? Die LKW-Abteilung? Wie Post war das? Postamt, ja. Ja. Mobiles Postamt, ja. Zu Adolfs Zeiten alles. Ja. Oh, guck mal.
Mit Doppelreifen hinten. Der konnte richtig Briefe einladen hier. Könnte ich aber richtig schön überfahren werden. Das sowieso, ne? Das Rot, den roten, ja. Also andere Farbe. Ja, ja. Das Modell meinst du, ne? Ja. Tank-LKWs. Mann, Mann, Mann. Das sieht auch nicht schlecht aus, das Ding, wa? Frühesten Autotransporter hier. Silo-Pfeil oben drauf. Ja. Seit Peißen. Ja. Nicht schlecht, hä? Haben sie einen Rennwagen mit transportiert. Hier ist wieder die Motorenabteilung. So. Aber so wenig Instrumente haben die auch gar nicht gehabt da drin, ne? Guck mal, einen Haufen Sachen da. Mhm. Wo ist denn hier? Welchen? Ja, oh ja. Die schwarzen hier. Ja, muss mal reinrichten. Auch so. Ja, auch so. Ja. Ja, stimmt. Wow. Das hat was. Hm? Vor allen Dingen alle Motoren hier sehr viel Hubraum und wenig PS. Der hier zum Beispiel. So, 5,4 Liter Hubraum, 115 PS. Mit Kompressor 180. Ich sag gerade, Jürgen, wir haben wenig PS und viel Hubraum, ne? Der hier auch. Jürgen. 7,6 Liter Hubraum, 150 PS. Kompressor 270.
Flugzeugmotoren hier. Flugzeug V12, 44,5 Liter Hubraum, 1800 PS. Okay, das geht, hä? Noch so ein Ding hier. Was haben wir da? Das ist auch V12. 33,9 Liter Hubraum, 1100 PS. Wow. Luftschiffmotor. 4 Zylinder, 1570 Liter Hubraum, Kubikzentimeter und 139 PS. Wurde in solche Luftschiffe eingebaut. Hier wieder grüne hier. Oh ja. Mhm. Mercedes-Benz 180. Ja. Ach hier, guck mal einer an. SL Coupé mit Flügeltüren. Ja, die Spezialabteilung hier, ne? Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei, Müll. Wow, uralter Feuerwehrwagen. Da gibt es nicht viel zu sagen, ne? Ja, ich glaube, die Ausstattung ist schon... Spitzenmäßig. Halt mal hier die Kamera hin. Da hier. Wenn du was verloren... Wenn es dir schlecht geht, hast du wohl verloren, ne? Ja, naja, vielleicht schaffst du es ins Krankenhaus. Ja. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht klappt es ja.
Ja, die Ausstattung ist schon. Na, nach unten hin wird es immer moderner, so ein bisschen. Geiler Leichenwagen, oder weiß ich das nicht. Ja, habe ich auch gerade gedacht, müssen wir gleich mal gucken, was das für ein Ding ist. Mit Panorama an den Seiten. Vielleicht ist es auch das Papstmobil gewesen oder so. Was ist denn das? Da hängen auch Kabel raus oder was ist das hier? Messwagen, ach so. Ja. Messwagen. Versuchsabteilung für neue Autos. Wurde dahinter gespannt, um die Werte von dem neuen Auto zu messen. Ah, okay. Also im Werkswagen ist das, den haben sie nur im Werk eingesetzt. Da könnte ich mal reingucken, das ist richtig bequem als Messingenieur. Spiegel zu dolle. Sind das Gartenstühle oder was? So was. Nee, das hat auf der Züge eigentlich für mich geholfen. Ja. Ja, nicht schlecht, hä? Ja. Ja, gab's nur einmal damals, ne? Ja. Ja, bestimmt. Elektrisch? Hm. Ja, da. Das war das Auto 2000. Das? Braucht es. Aha. Oldtimer-Rennwagen. Wollen wir die Oldtimer kurz gucken? Rennautoabteilung. Doch, glaube ich, ein ziemlich bekanntes hier, ne? Rennwagen, Rennsportwagen, Stromlinienkarosse, ne? Ist
Mit spitzem Hintern hier. So, und das hier war? Prinz Heinrich Wagen, siehst du? Formel 1 Explosion. Kriege ich das ein bisschen näher ran? Ja. Wahnsinn, ne? Der hatte Motor vorne. So, das ist auch schon jetzt das Ende des Durchgangs hier durch das Museum von Mercedes. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Video, wahrscheinlich wieder von Thailand aus. Bis dann, bye bye.